Ich bin heute mal wieder draußen. Heute bin ich mal im Wald unterwegs. Ich habe mir einfach mal die Zeit genommen, um ein bisschen zu wandern. Ich erkunde auch immer ein bisschen gerne in der Umgebung Erkelenz und überall im Kreis Heinsberg die Wälder und genieße ein bisschen die Natur. Und ja, ich bin auch meistens oft draußen und übernachte draußen und betreibe Bushcraft oder zelte auch mal im Wald. Warum nicht? Nur ich finde immer, wenn man im Wald zeltet, sollte man die Stellen immer so verlassen, als wäre man nie da gewesen. Normal ist es ja auch gar nicht erlaubt. Es ist meistens ein Naturschutzgebiet oder das Grundstück gehört jemandem. Deswegen, wenn man sowas besucht und die Natur genießen möchte, einfach mal die Ruhe, finde ich, sollte man sie so verlassen, wie man auch gekommen ist. Ja, und dann wollte ich euch einfach mal was zeigen, was ich hier entdeckt habe. Kommt einfach mal mit und schaut euch das mal an. Mal hier rein. Ein sehr kleines, aber auch großes Waldstück. Ja, dann guckt euch das mal an. Ja, ein super Beispiel. Ah, hier hat anscheinend irgendjemand gezeltet und es so hinterlassen. Herrlich, oder? Ja, Leute, echt. Also ich war fassungslos, als ich das gesehen hatte. Also, wo ich das erste Mal hier warte, dachte ich, habe ich erst langsam rangetraut, ob hier irgendwelche Obdachlosen übernachten oder ob hier jemand wohnt. Ne? Aber nee, tatsächlich hat hier jemand gekämpft. Und einfach seine Sachen liegen lassen, weil ein Rucksack ist ja auch meistens schwer. Ne? Ja, und guck mal hier. Hier zum Beispiel. Wenn wir die Kamera gut draufhalten. Jetzt guckt euch die Sauerei mal an. Ey Leute, echt, oder? Guckt euch das mal an, ey. Wie kann man sowas machen? Also ich bin fassungslos, ja? Wie man so die Natur verunreinigen kann und so hinterlassen kann. Spiritusflaschen sind da. Ich habe bestimmt 5, 6 gezählt. Mit Plastikflaschen mit Spiritus. Wahrscheinlich um Feuer zu machen. Also schon heftig, ne? Hier. Ja, hier ist das Ganze im Quadrat. Hier ist noch ein sehr großes Feld. Hier noch eine kleine Kühe. Alles Mögliche haben die hier gebastelt. Jetzt zeigt hier noch ein verlassenes Zelt. Hier Müll ohne Ende, Plastikmüll. Dann ja hier das eine Zelt. Auch waren anscheinend auch sehr günstige Zelte. Deswegen hat man sie dann einfach hinterlassen und nicht mehr tragen wollen nach der Campingnacht. Ja, und hier auch ein Highlight. Hat jemand einen Motorroller einfach in den Wald abgestellt. Das haben sie anscheinend als Sitzmöglichkeit genutzt. Oder wie auch immer. Auch eine sehr schöne Sache. Das hat sogar eine Seriennummer hier. Auch nicht schön, ne? Wie kann man sowas machen? Also ich bin echt fassungslos, wie man so den Wald verunreinigen kann oder die Natur und einfach respektlos verlassen kann. Das ist schon ziemlich heftig. Naja, ich erkunde jetzt noch den Wald ein bisschen weiter. Mal sehen, was ich heute noch so alles finde. Vielleicht koche ich mir heute noch was, trinke mir erstmal einen Kaffee. Ansonsten viel Spaß noch.